Aber auch nur vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ja auch. Ihr müsst mir auf jeden Fall Bescheid geben. Wegen Dingsbums. Wenn der Jan hier reingucken würde, müssten wir eigentlich hier Japanisch machen. Nee, wir bleiben bei Deutsch. Das finde ich okay. Automatisches Speichern erscheint unten am linken Bildschirmrand. Okay. Jetzt will ich bei meinem OLED-TV nur gucken, ob ich den Gaming-Modus drin habe, sonst habe ich ein Problem. Starbucks in meiner. Nein, ich will keine Assistententaste haben. Nein, zurück. Kann ich denn jetzt mein scheiß Bild einstellen? Ich bin noch nicht so ganz vertraut mit meiner Fernbedienung. Naja, komm, wird schon passen. Die Demo hat uns gelehrt. Ich mache mal die Kamera ein bisschen kleiner, dass ihr auch was vom Gameplay seht. Ich habe keine Ahnung, ob die da so richtig passt oder nicht. Die Kamera hat uns gelehrt, dass der normale Modus mich zum Heulen bringt. Oh Mann. Obwohl der Story-Modus, glaube ich. Ich weiß es nicht. Die Frage ist, kann ich den Modus nochmal ändern? Wir machen den Normalmodus. Komm, wir sind keine Pussys. Standbild. Übertrage finales Briefing. Landetrupp 7 wird mit sofortiger Wirkung die Alpha-Nativas auslöschen, die Distrikt 3 besetzen. Ihr okay. Ziel ist die Gefangennahme oder Vernichtung des Nativa-Ältesten. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Atmosphäre. Eine Minute bis Grenzwert. Grenzwert überschritten. Aktiviere Schilde. Grenzwert überschritten. Also in der Beschreibung steht, wir müssen die Erde von der mysteriösen Macht befreien. Kann man mal machen. Alarmstufe rot, Alarmstufe rot. Tango, Tango, Foxtrot down. Ich weiß nicht, ob ich so viel sprechen werde. Weil ich mich hier wahrscheinlich aufs Gameplay konzentriere. Es erinnert mich so ein bisschen an das an den Anfang von Nier Automata. Nein! Da sind ja unsere Kollegen auch Stück für Stück verreckt auf die Anreise zur Erde bis auf zwei Stück. Oder nee, bis auf eine, bis auf unsere 2B.
Was zum Geier? Ich hab doch R2 gedrückt. Taki. Hallo? Geht es dir gut? Ja, wie man's nimmt. Der Ort ist gefährlich. Ah, hört auf, die Musik, die ist so geil. Battle Mode aktiviert. Ich habe auch, glaube ich, tatsächlich noch irgend so ein Story, also irgend so ein DLC-Code. Den muss ich mal in den Tiefen meiner Mails überprüfen. So, Amazon, Bestellung mit Stellar Blade, Werbeaktion. Vorab Freischaltung des planetarischen Diving Suits, klassischen runden Brille. Melde dich im PlayStation. Ja, das mache ich später. Ich glaube, im PlayStation Network kann ich mich nicht anmelden, während ich live bin. Das macht in meinen Augen keinen Sinn. So, dann wollen wir mal loslaufen. Gucken wir mal, was das Spiel uns zu bieten hat. Du nimmst die linke, ich die rechte Flanke. Alter, ich kann nicht blocken. Wie ich sehe, kannst du noch kämpfen. Gut. Na klar. Wohin geht's? Der Rendezvous-Punkt ist bei 2 Uhr. 400 Meter vor uns. Na super. Das war knapp. Hier so, lang. Nur passiert da. Ja, unsere zarten Gelenke als Battle-Modell. Da könnten wir beim Springen unsere Fersen klatschen. Oh nein! Der macht unsere Füße fertig. Alter, was sind das für ein leuchtendes Arschloch? Vorsicht! Das ist der unbekannte Nativer. Der gehört mir. Achtung! Noch mehr! Da komm her, du Lümmel! Wenn du Gegner triffst oder den Angriff eines Gegners abwehrst, wird die Beta-Energie aufgeladen. Oh nein, wir haben einen technischen Defekt in unserer Schulter. Mein Körpergerüst. Nimm das. Das wird dich heilen. Körpergerüst. Das ist ein Analzäpfchen. Da sind noch mehr. Ich kann mich. Halte Dreieck gedrückt um Stück. Verschwinden wir von hier, bevor noch mehr kommen. Neue Fähigkeit. Kann ich auch rennen? Da ist er. Das ist der Treffpunkt. Also ich möchte ganz viel Backgaming und Backtracking haben. Vorsicht vor Gartners Beschuss. Wenn ihr irgendwas seht, was ich nicht sehe, haut's raus. Wenn ihr sagt, yo, Graf, du bist voll scheiße, ey. Haut's raus. Nicht anhalten, weiter. Aber zeitgleich, auch wenn ich mal was gut hingekriegt habe. Au. Das war dumm. Aber die hat gesagt, ich soll nicht anhalten. Sieht ganz gut aus. Los, komm.
Er hat aber dicke Keulen an der Hände. Er verteilt Abrissbirnen. Der hat zweimal eine Miley Cyrus gefressen, die mit einem Wrecking Ball gekommen ist. Oh, Blut, 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 nein! Wenn ihr wollt, kann ich den Untertitel auch ausmachen. Finde aber eigentlich ganz praktisch. Nein, nein. Schmeiß doch nicht dein Blade weg. Der Rest der Einheit ist vernichtet. Nur noch uns. Können wir nicht einfach so ein paar Körperteile an uns nähen von der restlichen Einheit? Eve, jetzt reiß dich zusammen. Bin ich denn jetzt ein Android oder was bin ich? Hör mir genau zu. Ich bin eine Elite-Einheit. Unsere Mission hat Priorität. Aber ich kann doch kein Mensch sein, sonst müssen wir jetzt sagen, dafür sorgen, gewusst, dass sie abgeschlossen wird. Verstanden? Ich habe gestern tatsächlich mal ein paar Stunden Hogwarts Legacy gespielt und es hat Spaß gemacht. Interessanterweise. Lief auch ganz gut zum im Vergleich zum Rest des. Holy shit, der hat überlebt. Eve. Hauptsache der Arsch sitzt in der Kamera. So muss das sein. Ist natürlich nur ironisch gemeint, muss nicht so sein, aber bietet Fanservice. Au. Au, du Ratte. Der ist nicht mehr zur Hälfte und ich bin im Eimer. Oh, du Rattengesicht, du Elendes. Ich wollte eigentlich nicht fluchen. Aua. Ja gut, dieses wäre. Es war kein Alpha, aber trotzdem stark. Gut gekämpft. Sogar besser als im Training. Wie ist mein erster Einsatz? Doch dann. Wie ist mein erster Einsatz? Dein Körpergerüst ist beschädigt. Das habe ich auch gesagt. Hat die Eve doch am Anfang gesagt, da gibt es Probleme. Wir müssen das Versorgungslager finden. Warte, Eve. Ich höre etwas. Eve! Das ist unsere Mentorin. Eve, bist du verletzt? Das ist der Todesengel. Der ist hier, um uns nach Hause zu holen. Ein Alpha Native. Hat eine Maske auf, ist fett am Grinsen und hat Brüste. Fuck.
Hierher, Freundchen. Du kriegst es mit mir zu tun. Nein! Ah! Au! Autsch. Ich würde sagen... Eve! Verschwinde von hier! Taki! Und wie sind wir da jetzt entkommen? Ich würde sagen, scheiße gelaufen, wir sind auf uns alleine gestellt. Mit beschädigten Körpergerüsten natürlich. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Ich habe keine Ahnung, wie wir da verschwunden gekommen sind. Oh, der hat aber eine kleine künstlerische Freiheit gehabt. Die Statue. Diese Ruhe. Ja, wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Der Alpha Nativa ist hier. Und warum kommst du Lappen nicht mit? Das ist nicht der, der uns in der Demo mit einer Drohne begleitet hat. Gut, mach dich bereit. Ich unterstütze dich mit der Drohne. Aha. Na dann, unterstütze mich mal mit der Drohne. Mit diesen Schuhen würde ich nicht kämpfen. Ich bin zwar keine Dame und bin in diesen solchen Schuhen noch nie gelaufen. Muss Eidos Heaven sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ja, dass man daran hier wurde der agil letzte kämpfen Kampf der kann. Zivilisation ausgetragen. Das war einmal eine gigantische Stadt. Irgendetwas fällt vom Himmel. Ein seltsames Gefühl. Das ist also Regen. Ich weiß, das ist alles neu für dich. Aber wir haben was zu erledigen. Was hat die denn für komische Schuhe? Die Landschaft hat sich kürzlich verändert. Also ich kann hier... Stimmt, ich kann hier scannen. Aussehen der Drohne freigeschaltet, okay. Keine Gegenstände zum Ausrüsten da. Steinschläge, pass auf. Kommt etwas. Das ist krebsartig. Ich habe ihn hier überall. Super. Bereich gesichert. Ah, oh, die Musik ist cool. Achso, hier muss man... Ich finde das schade, dass man das nicht automatisch aufsammelt. Das hatte ich schon mal gesagt. Die Legion, die im letzten Krieg gefallen ist. Position Eidos 7. Stille Straße Gateway. Oh, muss ich mir da was aufschreiben? Wir haben doch eine Drohne, der kann den Scheiß doch... Der kann doch den Scheiß für uns auf... Ich schreibe das mal lieber mit. Erstens gibt mir das so ein bisschen Retro-Vibes, weil früher hat man das ja auch so gemacht, da wurde das Gedächtnis noch trainiert. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gar nicht so schlecht. R-O-Alpha, R-O-Alpha. Ja gut, das kann ich mir tatsächlich auch merken. R0 Alpha. R0 Alpha. Die Juna merkt sich das schon für mich. Da ist ein verschlüsselter Code auf dem Stick. Ein Sicherheitscode.
Eine Art Eintritt. R0 Alpha. Aufstehen hier schon. Gib den Code mal ein. Ach so. Das ist doch auch ein Buchstabe. Alpha, das könnte Beta sein. Das nee, Delta ist das nicht. Oh, komm schon. Gut, ich find's fair, dass du die Tipps nehmen nutzen kannst. Ich find's gut, dass es optional ist. Das liegt am instabilen Untergrund. Man gewöhnt sich dran. Da ist eine Kiste. Tauchen. Die Frage ist, wie lange kann ich unter Wasser bleiben? Weil ich bin ja offiziell kein Mensch. Aber ich habe ja auch irgendwie einen lebenden Organismus mit Blut und so ein Kram. Gibt's hier noch was? Nee, ne? Barker. Ah, ich kann... Also wenn ich nur R2 gedrückt halten muss, um alles einzusammeln, woran ich vorbeilaufe, dann hätten sie es auch automatisch machen können. Lager. Lager sind Orte, mit denen du deinen Fortschritt speichern und dich etwas ausruhen kannst. Du kannst sie aktivieren, indem du dir Bitcoins beschaffst, die in der Nähe der Lager zu finden sind. Lass dich auf den Stühlen nieder. Ja. Ja, das kennen wir von der Demo her. Ein Bitcoin. So, ruhen wir uns mal aus. Ist tatsächlich ein koreanischer Style, so auf dem. Mit den Beinen so verschränkt auf dem Dingsbums zu sitzen. Ich glaube, das ist eher so was Damenhaftes, wie hier in westlichen Ländern die Beine halt so überzuschlagen. Ich weiß nicht. Es gab auch damals viele Jungs, die das gemacht haben und Männer. Ich weiß nicht, ich persönlich kann mich damit nicht anfreunden. Ich finde das immer sehr beengend. Vielleicht habe ich zu fette Schenkel dafür. Alles gut. Ab jetzt musst du wirklich aufpassen, Eve. Ist nichts für mich. So. Fähigkeiten. 400 EP. Kannst eine neue Fähigkeit erlernen. Okay, überleben. Halte gedrückt, um perfektes Ausweichen zu erlernen. Ja, muss ich das? Ich würde es gern... Ne, muss ich. Okay. Ausweichen im genau richtigen Moment aktiviert perfektes Ausweichen und lässt sich Gefahren umgehen. Okay. So. Gewisse Angriffstechniken habe ich. Flughieb trifft den Gegner in der Luft und landet anschließend. Ignoriert die gegnerische Verteidigung. Eine Kombo-Fähigkeit. Lädt mehr Beta-Energie auf, wenn ein Angriff trifft. Überfall. Okay, das kennen wir schon.
Oh, Hinterhalt. Blitzansturm. Erhöht die Vorstoßdistanz und Angriffskraft von Stürmen. Schildbrecher. Setzt schlagartig einen Stoß frei, der getroffene Gegner betäubt und ihren Schilden hohen Schaden zufügt. L1 und X zum Aufladen. Taste drücken und halten. Trio. Schnitt. Das ist noch gesperrt. Überleben. Perfekte Abwehr. Wehrt gegnerische Anstrengungen vollständig ab und fügt den gegnerischen Gleichgewichtsschaden zu. Beta-Energie. Erhöht die Menge der wieder aufgeladenen Beta-Energie. Okay, verstehe. Konter. Was haben wir denn im Shop? Anhaltender Trank. Schockgranate. 148 Kohle haben wir. Ah, wir können uns also FP initialieren. Setz den Fähigkeitenbaum und alle FP zurück. Finde ich fair, dass man hier verschiedene Skills ausprobieren kann und sich die Dinge auch auf Vorrat kaufen kann. Das hat was. Da kenne ich andere Spiele, wofür man viel Geld für zahlen musste. Aber das waren auch Free-to-Play-Spiele, die damit werben und damit hoffen, dass du deinen Charakter so sehr liebst, dass du halt Geld in ihn investierst, um ihn neu zu machen und das Level auch so lang machen, dass es halt attraktiver ist, das zu machen, anstelle sich einfach einen neuen Charakter zu machen. Ach ja, das waren noch Zeiten, wo ich sehr viel dieses Spiel gespielt habe. Und dabei war das so langweilig, dass mir so viele gute Spiele entfallen. Boah, da habe ich bestimmt auch schon 2.000-3.000 Euro reingeschickt insgesamt. Impulsgranate. Verfügbar 0 von 3. Stellt fortlaufend LP wieder her. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, aber das ist alles so teuer. Ich kann mir nicht mal irgendwas kaufen. Au. Ich werde es nicht einfach so testen, okay? Irgendeine Mikroplatte. Bisschen Kohle. Oh, eine alte Versorgungskiste der Linie. Ist da was Nützliches dabei? Trank. Ja, okay. Sie ist von der Legion. Kompatibilität sollte kein Problem sein. Sieh zu, dass du alles mitnimmst. Ah, ja, hochkonzentrierter Trank. Wiederauffüllendes Trinksystem. Stellt sofort viele Lebens-LP wieder her. Verstehe. Ah, verstehe, okay. So, ey, Tsui! Tsui Mui, was geht? Sieht man noch weniger von dir in der Cam. Oh, kleiner Gammler. Da mache ich halt mehr für dich. Vor allem muss ich halt auch erstmal gucken, wo ich die am besten platziere. So, warte mal, vielleicht kann ich mit der Logitech Webcam Software. Die gibt leider für meine Kamera nichts Passendes. Vielleicht kann ich das ein bisschen näher machen. Damit du mich auch siehst, mein Guter. Wir wollen ja nicht, dass du zu wenig Graf. Wir wollen ja nicht, dass du zu wenig Sascha bekommst. Ich habe sogar extra eine kurze Hose für dich angezogen. Entschuldigung. Schön, dich zu sehen. Ja, willkommen beim Selbsthassspiel.
sexy, meine haarigen Beine und meine fette Wampe. Ich habe gerade erst nochmal gegessen, damit die richtig schön prall gefüllt und fest ist. Oh ja. Vielleicht kann ich mein Glas da schon abstellen? Nee, das geht noch nicht. Aber die Schokobons, oder? Naja, noch nicht ganz. Da brauche ich noch ein paar Kilo. So, ich habe auch schon das Essen für morgen größtenteils vorbereitet mit Schnibbeln und so ein Kram. Eve, pass auf. Siehst du die Strömung? Wenn du stürzt, war's das. Echt? Hat jemand Lust? Es gibt ein paar Aufgaben. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie du Gym-Vlogs gemacht hast. Ja, das habe ich nur für einen Kumpel gemacht, weil er mich dazu überredet hat, zu Dingsbums. Überfall! Schluck das, du Lümmeltüte auf zwei Beinen. Gleichgewicht. Perfekte Abwehr, ja. Das fängt gut an. Das fängt super an. Wir müssen der Eve noch einen Spitznamen geben. Oder findet die Eve soweit okay? Hier werde ich ein bisschen gründlicher suchen, weil ich das Gefühl habe, dass man hier einiges finden kann. Guck mal, Kohle. Siehst du? Ja, auf jeden Fall finde ich es gut, dass man hier seine Skillpunkte zurücksetzen kann und sich solche Skill-Resets halt für wenig Geld kaufen kann. Also Ingame-Geld, ne, ist ja klar. Da gibt es, wie gesagt, noch andere Spiele. Kann ich da runter? Das sieht so aus, als will ich da hin. Das Klettern geht hier gut vonstatten. Muss ich gestehen. Will ich jetzt da lang oder will ich da lang? Ich mache hier erstmal zur Not einen anderen. Jawoll, er hat gefressen. Schluck meine Eier, du Noob. Ja, ich habe eben so ein bisschen Florenzia-Nostalgie geworben. Omnibolzen wird als Material benutzt. Modifikationen, wo man viel Geld oder viel Zeit in seinen Charakter investieren musste, um ihn zu resetten, wenn man sich mal falsch geskillt hat. Und hier... Sagen wir es mal so, ich habe 300 Gold durch Gegner und kann mir für 200 ein Reset holen. Modifikation, Marathon-Kombination, Kombo-Angriffskraft, Stufe 2 oder höher. Vielleicht habe ich das alles hier nicht gemacht und hatte deswegen so viele Probleme in der Demo mit dem ersten Boss. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Naja, gut, Unterschied ist, Alter, ich habe das Spiel für übrigens für 10 Euro günstiger gekriegt. Das sollte ursprünglich 80 Euro kosten, aber die haben das jetzt, glaube ich, doch nochmal für 70 verballert. Ist immer noch ein stolzer Preis, aber dafür, dass ich R2 drücken oder gedrückt halten muss, um die Sachen aufzusammeln, ist schon... Ich werde es verkacken, okay, versprochen. Ich kann schon verstehen, dass sie ihre Geldquelle nicht abdrücken möchten. Flo ist halt aus einer anderen Zeit und da sind sie leider geblieben. Naja, was heißt Geldquelle? Ich glaube nicht, dass das Spiel noch großartig Geld abwirft. Sind die anderen Städte auch so kaputt?
Na, die hier sieht noch vergleichsweise gut aus. Nach dem Untergang der Kolonie waren viele Städte nur noch Staub. Wie Gegner. Mensch, Mensch, Kiste, Gegner. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Gegner. Ich habe das Gefühl, die Fässer könnten mir noch helfen. Die Musik gefällt mir aber ganz gut. Die hat so ein bisschen Vibes aus Dingsbums. Komm, mach Bumm. Super. Nee, aber das bisschen, was sie noch machen, kommt halt von genau solchen Dingen. Spieler. Ja, das war halt immer so. Bei Scarlet Blade haben sie es tatsächlich. Ich habe das jetzt mal letztens wieder gezockt. Oh. Warte mal, da ist eine Fusionszelle. Mach die Motorhaube auf. So war das nicht gemeint. Die Fusionszelle. Ja, da habe ich ja jetzt schon eine zweite gefunden, oder nicht? Fusionszelle? Ich habe jetzt letztens bei Scarlet Blade mal wieder reingeguckt. Dank Ihnen gibt es auf der Erde noch Licht. Oh, also das Vorgängermodell der Ewigkeitszelle. Verlier sie bloß nicht. Sie ist nämlich sehr wertvoll. Was wollte ich sagen? Bei Scarlet Blade haben sie es halt auch hingekriegt. Und da ist Upgraden, glaube ich, gar kein Problem mehr. Aber ich glaube, die Entwickler hauen da nicht mehr so viel rein. Du Ratte! Alter Schwede. Ah, Mist, ich habe keine Tränke mehr. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Das wird nicht gut ausgehen. So, was haben wir denn hier? Und sind wir ehrlich, es gibt keine neuen Spieler, die zum ersten Mal anspielen heutzutage. Die gönnen sich nur noch die Nuss. Das ist korrekt. Was war denn hier der Zugangscode nochmal? Steht der hier irgendwo? Den muss ich doch bei irgendeinem Menschen, glaube ich, finden, ne? Au. Eine Falle! Holy shit. Natürlich. Ich habe jetzt schon hart zu kämpfen. Fuck. Also, ich würde die Diskussion gerne mit dir weiterführen, aber...
Ich muss mich auf das Spiel konzentrieren. Ich habe normal gemacht. Es gibt keine bessere. Also ich habe das Höchste genommen, was geht. Aber jetzt habe ich wieder Tränke. Da kommt her, ihr Lümmel. Na komm, du kleiner Lümmel durch. Was bist du für ein Lümmel durch? Hier zieh ich jetzt den Hosenboden stramm. Also wenn der leuchtet, dann... Ups. Wir haben es geschafft. Wohin jetzt? Hier lang. Man kann hier noch mal die Kitchen erkennen. Da lang muss ich, ja. Okay, wenigstens wird das Zeug hier markiert. Ich will gucken, ob ich hier noch lang kann. Warte mal, da ist ein Mensch. Den würde ich gerne mal scannen. Das hat mir jetzt was gebracht? Gar nichts. Liegt noch nicht lange da. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Anzahl der erforderlichen Beta-Kerne für die Verbesserung. Beta-Energie 2. Ich habe keine Ahnung. Ob ich das brauche? Kann ich das hier craften? Mission. Okay, Rucksack. Fähigkeit Datenbank. Das rotglühende Arschloch. Haribo macht Kinder froh und sein Arschloch lichterloh. Igitt. Bäh. Ja, das war mal unsere Dingsbums. Zugangscode-Gegenstände. Ah, habe ich benutzt. Okay, hier kann ich das nochmal nachsehen. Anleitung, okay, verstehe. Ich habe keine Ahnung, was ich mit der Beta-Verbesserung drin habe. Da ist noch ein Gegner. Oder schon wieder? Hier liegt noch ein bisschen Kohle. Money, money, money. Give me honey. In the rich man's world. Hier sollen noch Gegner sein. Ach, schon wieder. Nee.
Zweimal die gleichen Gegner muss ich nicht besiegen. Irgendwie läuft im Hintergrund auch immer nur das gleiche Lied, oder? Das kann sein. Folge der Meditierung um die Legion, in dem die Legion platziert wurde. Vielleicht ist es ja auch ein Level-Lied. Weiß man ja nicht. Werden wir sehen. Schön, dass ich hier hoch kann. Hm. Aber hier gibt es nichts. Gut, hätte ich auch scannen können. Ich finde die Haare ein bisschen verwirrend, weil die könnten maximal im Weg sein. Jahrzehnte sind vergangen, seitdem die Nightibas auftauchten und die Menschheit zwang, zur Kolonie aufzubrechen. Angeblich sollen die Landetrupps hinabsteigen, um den Rest der Menschheit zu retten, aber bisher kam niemand. Wir können nicht weitermachen. Ich kann so nicht weitermachen. Ich weiß halt nicht, ob ich mir das aufschreiben möchte. S. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Zeichen ist. Eine 0. Alpha. K. 0. R. Eidos. Stille Straße. Eidos 7. Stille Straße. Auf dem Memory Stick ist noch der Sicherheitscode. Und eine Nachricht. Scan fertig. Es war hier musst du rüber. Siehst du die Leiter hinter mir? Au. Das war vielleicht eine dumme Idee. Ich hätte vielleicht einfach ins Wasser springen sollen. Gibt es hier auf dem Boden noch irgendwas? Nee, ne? Da liegt noch ein bisschen Kohle, aber... Ich finde die Schuhe von der maximal... Nein! Oh. Ich weiß, dass man im Wasser nicht komplett agil ist, aber... Kann ich nicht einfach eine Granate reinschmeißen, wie bei Risen? Sag mal, was muss ich denn dahin transportieren? Diese Kiste oder was? Als ob. Okay, jetzt funktioniert's. Ah, Lagerplatz. Ich kann reilen. Vita-Coin. Habe ich denn noch ein paar Fähigkeiten? Komm, ich habe genug. Ja, ein SP-Punkt. So, was haben wir denn hier? Lädt mehr Beta auf, wenn ein Angriff trifft. Das ist vielleicht okay. Überlebenspunkte. Perfektes Ausweichen. Reflexsteigerung. Erleichtert den Einsatz von perfektem Ausweichen. Nach perfekter Abwehr halt Viereck und Dreieck. Ich habe keine Ahnung, ob das was hilft. Hochkonzentrierter Trank. 2 verfügbar. Nein, ich habe nicht genug Kohle.